Ein neuer Tag in Peppas Spielgruppe beginnt. Guten Morgen, liebe Kinder. Wo ist Madame Gazelle? Hier bin ich. Oh! Ich habe nur eine Maske getragen. Sie sehen ganz anders aus. Ja, und heute bastelt ihr euch alle eine Maske. Hurra! Da drüben sind Bastelscheren und buntes Papier, Buntstifte und Wasserfarben, Federn, Pfeifenputzer, Knöpfe, Pompons. Gibt es auch Glitzer? Kein Glitzer. Bitte, Madame Gazelle. Bitte, Madame Gazelle. Nein, ich bin froh, dass ich endlich die Glitzerreste vom letzten Mal beseitigt habe. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer. Ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Oh, keine Panik! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui! Oh, eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und George abzuholen, aber ich kann sie hier nirgends entdecken. Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich George versteckt? George, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Pedro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht Pedro, ich bin doch Superpony. Oh, kommt Superpony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Superpony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Ich glaube, das Maskenbasteln hat uns allen viel Freude bereitet. Wer sind denn Sie? Ich bin es, Madame Gazelle. Madame Gazelle liebt Masken. Alle lieben Masken. Kinderlieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir gemeinsam Kinderlieder singen. Oh! Wer von euch hat denn ein Lieblingskinderlied? Mein Lieblingslied ist Lina hat ein kleines Lamm. Oh ja! Lina hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Lina hat ein kleines Lamm, sein Fell ist weiß wie Schnee. Das Lamm
trampelt ihr auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt, das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt, egal wohin sie geht. Das Lied mag ich, weil da ein Schaf drin vorkommt. Das war sehr, sehr hübsch, Peppa. Vielen Dank. Und hat sonst noch jemand ein Lieblingslied? Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt. Sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren. Und das ist traurig. Ja, kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diedel, Diedel, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, es rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Das ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil der Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch. Und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle? Ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Ja, der alte Graf von York, der hatte Männer 10. Die mussten jeden Tag ganz rauf auf den Berg und auch wieder runtergehen. Wann sie oben schrien sie, wir sind da. Wann sie unten schrien sie, wir sind hier. Und wenn sie nur auf der Hälfte waren, schrien sie weder hier noch da. Ein gutes Training. Madame Gazelle, haben Sie eigentlich auch ein Lieblingskinderlied? Natürlich habe ich eins, Pedro. Sollen wir das vielleicht alle gemeinsam singen? Ja, gerne! Alle nehmen sich an die Hand. Ringe, range, Rose, hab Blumen in der Hose. Ein Taschentuch, ein Taschentuch, wir fallen alle um. Peppa liebt Kinderlieder. Alle lieben Kinderlieder. Der Fallschirmsprung. Es regnet und das Schuldach ist undicht. Mal wieder. Muh, habe ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle, aber es macht immer noch dröppeldi-dröpp-dröpp. Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld. Vielleicht ist es ja dieser hier. Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr. Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt. Ist es jetzt besser? Also, jetzt tropft es noch mehr. Da ist ein Riesenloch in Ihrem Dach. Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten. Oh, weia. Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt.
Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh! Oh weh, Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein, das ist Papa Wutz. Warte auf mich, Papa Wutz. Mama Wutz ist gesprungen. Sie will Papa Wutz retten. Oh, sie hat ihn. Hurra! Meine Mama ist die Beste. Danke, dass du mich rettest, Mama Wutz. Oh, Papa Wutz, du rutschst mir weg. Herr Bulle hat das Dach fertig repariert. Wunderbare Arbeit, das hält die nächsten Jahre. Ich kann dich nicht halten. Oh nein! Alles in Ordnung mit Papa Wutz? Alles gut. Gut, Sie müssen diesen Fallschirmsprung nämlich noch einmal machen. Was? Zum Geld sammeln, um dieses neue Loch im Dach zu reparieren. Oh, also gut. Ein Hoch auf Papa Wutz! Experimente mit Papa Wutz. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Stopp! Aber Herr Bulle, was machen Sie denn mit unserem Spielplatz? Wir buddeln ihn auf! Herr Bulle liebt es zu buddeln. Hallo! Papa, warum bist du denn auch hier? Ich arbeite mit Herrn Bulle. Es sieht so aus, als würde Herr Bulle die meiste Arbeit machen. Herr Bulle baut den Spielplatz nur. Ich mache die harte Arbeit, nämlich die Planung. Das funktioniert aber nur mit Wissenschaft. Das scheint mir sehr interessant zu sein, Papa Wutz. Ist es auch. Könnten Sie den Kindern vielleicht etwas von dieser Wissenschaft beibringen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Fangen wir erstmal ganz simpel mit einem Experiment an. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 100! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich!
Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Beton benutzen wir, um das Loch auf eurem Spielplatz aufzufüllen. Zuerst ist er noch ganz feucht und weich wie Matsche. Aber wenn er trocken wird, ist er hart wie ein Stein. Jetzt ist er noch weich und geschmeidig wie Kartoffelbrei. Schaut mir mal gut zu. Seht ihr, es ist wie im Moorbad. Wer kann mir denn nun sagen, was als nächstes passiert? Der Beton trocknet und wird hart. Ganz genau. Der Beton wird hart wie Stein. Papa Wutz, ich würde sagen, Sie kommen schnell raus, bevor er trocknet. Kleinen Moment bitte noch, Herr Bulle. Ich unterhalte mich gerade mit den Kindern. Ja, schon, aber... Seht ihr? Der Beton ist immer noch matschig. Ganz matschig. Jetzt schaut. Hart. Boah. Und all das verdanken wir der Wissenschaft. Und Herr Bulle, was wollten Sie mir gerade sagen? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie besser herauskommen sollten, bevor der Beton hart wird. Papa Wutz steckt fest. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich werde Sie schnell wieder befreien. Und wie? Ich werde den Spielplatz aufbuddeln. Papa Wutz wird nicht gern aus dem Beton gebuddelt. Aber allen anderen macht es Spaß. Die Polizeiwache. Peppa und ihre Familie fahren nach Hause. Das war ein toller Ausflug. Was ich mir jetzt wünsche, ist nach Hause kommen, Füße hochlegen und eine schöne Tasse. Schorsch hat Herrn Dinosaurier verloren. Schon wieder. Oh je, Schorsch kann Herrn Dinosaurier überall verloren haben. Wir waren heute an so vielen Orten. Wir waren in Geschäften, auf dem Spielplatz, dann im Park. Schorsch erinnert sich nicht, wo er den Dinosaurier verloren hat. Also dann, Herr Dinosaurier ist für immer verloren. Keine Sorge, Schorsch. Irgendwer hat Herrn Dinosaurier bestimmt gefunden. Ja, und wenn jemand einen verlorenen Gegenstand findet, dann bringt er ihn zur Polizeiwache. Genau da kann Herr Dinosaurier schon auf dich warten. Das ist die Polizeiwache. Und das sind Wachtmeisterin Eichhorn und Wachtmeister Panda. Sie machen wichtige Polizeiarbeit. Sehr köstlich, dieser Zuckerkringel. Ja, sie schmecken wirklich am allerbesten. Die Polizisten lieben Zuckerkringel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei Hallo. Und wie können wir euch heute helfen? Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst.
Sausia. Sausia. Exzellente Beschreibung. Hm, wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Boah. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie dahin gekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir noch mal suchen? Sausia. Ach ja, da wären wir. Ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Hm, ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Oh! Wer hat diese Laterne dahingestellt? Ja, das ist kein sicherer Platz für eine Laterne. Gefährlicher Laternenpfahl im Fußgängerbereich. Aha, das ist also Ihr Auto, habe ich recht? Ja. In dem Auto saßen Sie bei dem Ausflug, als Schorsch seinen Dinosaurier verlor? Ja, warum? Nichts für ungut, aber haben Sie schon im Auto nach Schorschs Dinosaurier gesucht? Also, nein, wir vermuten... Bitte treten Sie einige Schritte zurück. Hier ist nichts, alles unauffällig. Dürften wir den Kofferraum öffnen? Ja, natürlich. Hallo, hallo, hallo. Was habe ich denn hier entdeckt? Sausia. Oh, ja. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Wir sind Ihnen so dankbar. Wir tun bloß unsere Arbeit. Schorsch liebt Herrn Dinosaurier. Und Herr Dinosaurier liebt Schorsch. Die Doktoren. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Hörst du das Geräusch? Es kommt von oben aus dem Baum. Es ist die Schildkröte Knirpsi. Freche Knirpsi, komm sofort runter. Ich kann den Baum schütteln, um Knirpsi runterzuholen. Tut ihr das nicht weh, Petro? Keine Sorge, ich bin Super Petro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knirpsi ist auf Petros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Petro. Ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Petros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktoren. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knirpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft.
Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Können die Herren Doktoren dieser Schildkröte in Not helfen? Nein, ich fürchte, wir können leider keine Tiere behandeln. Oh. Sie brauchen einen Tierarzt. Ein Tierarzt ist ein Doktor für Tiere. Hallo, Dr. Hamster am Apparat. Schildkröte forscht herum, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Also, wo ist die Patientin? Hier, sie ist vom Baum gefallen. Knirpsi, du freche Kröte. Was habe ich dir übers Bäume hochklettern gesagt? Kann sie wieder gesund werden? Ja, drehen wir sie einfach mal um. Hier, so gut wie neu. Hurra! Eine interessante Methode, die Sie da anwenden. Meine übliche Kontrolluntersuchung. Hier kommt Dr. Elefant, der Zahnarzt. Hallo zusammen. Es ist wohl ein Notruf eingegangen. Sind alle Zähne in Ordnung? Ja, danke schön. Ein Zahnarzt ist ein Doktor, der sich um die Zähne kümmert. Dann fahre ich mal weiter. Oje, das Auto von Dr. Elefant springt nicht an. Weiß irgendjemand von den anwesenden Doktoren, wie man ein Auto repariert? Nein. Ich weiß, wen wir anrufen. Hallo, Opa Kleffs Autowerkstatt. Ärger mit dem Auto? Ich bin sofort bei Ihnen. Hallo. Hallo. Motor bitte starten. Probier's nochmal. Hier, so gut wie neu. Hurra! Opa Kleff ist ein Autodoktor. Es gibt Doktoren für alles, sogar für Autos. Die Ritterburg. Heute machen Peppa und Schorsch einen Ausflug zu einer Ritterburg. Was machen wir denn in der Ritterburg, Mama? Schauen wir doch mal, was im Reiseführer steht. Ist die Ritterburg spannend oder ist sie langweilig? Sie ist spannend. Gibt es da auch Ritter mit Rüstungen? Schorsch liebt Ritter mit Rüstungen. Jetzt wart mal ab, Schorsch. Vielleicht sehen wir sogar einen Drachen. Na, aber keinen echten Drachen. Ja, Papa. Drachen gibt es nur in Büchern, aber nicht in Wirklichkeit. Peppa und ihre Familie sind an der Ritterburg angekommen. Willkommen zur Burgführung. Auto abstellen auf eigene Gefahr. Was soll das bedeuten, Papa? Ach, nichts, Peppa. Das ist immer so auf Parkplätzen. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden Sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier, an der Kanone. Oh! Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja,
Und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier, bitte sehr, Ihr Festmahl zum Mitnehmen. Mittelaltes Käse-Sandwich, Hofner Gürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. Schorsch, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Oh! Boah. Frau Mümmel hat einen riesigen Roboterdrachen. Wollt ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Oh, aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für Schorsch der beste Ausflug aller Zeiten. Schorsch liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Das Haus von Madame Gazelle. Peppa und ihre Familie besuchen Madame Gazelle. Hallo, Madame Gazelle. Hallo, alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Oh! Oh! Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief, aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein, das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja, aber der Baum stößt bald das Haus um. Oh ja, dann hauen wir ihn um. Oh je, mein armer Baum. Stopp! Da oben hat sich etwas im Baum bewegt. Es war bestimmt ein kleines Tier. In diesem Fall muss ich mir das anschauen. Bevor Herr Bulle den Baum fällen darf, muss er sicher gehen, dass kein Tier darin lebt. Aha! Herr Bulle hat ein Vogelnest gefunden. Nicht zu glauben. Dann nisten kleine Vögelchen in Ihrem Baum, Madame Gazelle. Darf ich die Vögelchen auch mal sehen? Okay, Peppa, dann müssen wir aber nach oben gehen. Oh, sind die aber niedlich. Ich glaube, weiter oben gibt's noch mehr zu sehen. Schaut euch das an. Sumsebienchen. Ich schau mal, wer da noch ist. Aha, schaut euch das an. Es ist eine Eule. Oh, ich glaube, ich sehe da noch etwas. Es geht weiter aufwärts. Aha, Sie haben Fledermäuse, Madame Gazelle. Ah, die habe ich sehr gern, denn sie erinnern mich so an meine alte Heimat.
Und was haben wir hier? Mein Weihnachtsschmuck. Mit einer Fee. Die kleine Fee. Mit der habe ich vor all den Jahren die Baumspitze geschmückt. Das ist vielleicht ein herrlicher Baum und er ist für so viele kleine Tiere ein Zuhause. Ja, dieser Baum darf auf keinen Fall gefällt werden. Hurra! Moment, wenn der Baum bleibt, was wird denn aus meinem Haus? Naja, eines Tages wird das Haus umfallen. Aber ich brauche ein Haus zum drin wohnen. Oh! Ha, ich habe eine Idee. Wir setzen Ihr Haus einfach in den Baum. Herr Bulle, den Kran, bitte. Bin sofort da! Es ist ein Baumhaus! Ja, es ist einfach ganz wunderbar. Ich wollte nämlich schon immer gern in einem Baumhaus wohnen. Dankeschön, alle zusammen. Hurra! Madame Gazelle liebt Baumhäuser. Alle lieben Baumhäuser. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in den Zoo. Bing, bong, bing, bong, bing, bo. Wir gehen heute in den Zoo. Kinder, ihr werdet heute im Zoo sehr viele neue Tiere kennenlernen. Ja, Madame Gazelle. Gleich werden wir uns nämlich auch wilde Tiere anschauen. Oh. Aber ihr müsst keine Angst haben. Die wilden Tiere wohnen nämlich alle in sicheren Gehegen. Ah, da ist ein Löwe ausgebrochen. Hallo, ich bin Herr Löwe. Herzlich willkommen im Zoo. Es ist Herr Löwe, der Zoodirektor. Hallo, Herr Zoodirektor. Sie haben Glück, Sie kommen genau richtig zur Fütterungszeit. Oh. Hier lang geht's zu den Tieren. Hier leben die Schildkröten. Oh. Das Tor ist immer geschlossen, damit sie nicht wegrennen. Sie sehen nicht aus, als ob sie rennen könnten. Nein, sie bewegen sich sehr, sehr langsam. Ja, ihre Langsamkeit lässt sie sehr, sehr alt werden. Wie alt können sie denn werden? Schildkröten werden 100 Jahre alt. Boah! Also Fütterungszeit. Wer weiß, was Schildkröten gerne fressen? Die meisten Schildkröten fressen gern Gemüse. Das stimmt. Deshalb füttern wir sie mit Salat. Herr Löwe füttert die Schildkröten mit Salat. Aber ihr müsst wissen, dass natürlich nicht alle Tiere am liebsten Gemüse fressen. Sehr richtig, Frau Antilope. Mein Name ist Madame Gazelle. Verzeihung, Gazelle, Antilope. Aus irgendeinem Grund bringe ich die beiden jedes Mal durcheinander. Herr Löwe, welches Tier schauen wir uns denn als nächstes an? Ich gebe dir einen Tipp. Das nächste Tier lebt im Wasser. Ist das hier ein Wal? Oder ein Hai? Ihr werdet's gleich sehen. Dann werft mal einen Blick ins Wasser. Ich kann da überhaupt nichts sehen. Ich glaube, da ist niemand drin. Wartet, wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr es auch sehen. Ah, Krokodil! Hallo, ich bin Frau Krokodil. Ich passe hier auf die Pinguine auf. Oh, Pinguine! Sind sie nicht niedlich? Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Oh. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge! Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja,
Die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Der Wochenmarkt. Heute ist Wochenmarkt. Es gibt viele Stände mit frischen Lebensmitteln. Äpfel frisch vom Baum. Käse, Stinkekäse. Fisch, ganz frischer Fisch. An jedem Marktstand gibt es nur eine Ware. Äpfel, Käse, Fisch. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Violinen, Eiercreme, Raketenantriebe. Peppa will mit ihrer Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen. Frische Äpfel! Wir würden gerne Äpfel bei Ihnen kaufen. Was für Äpfel möchtet ihr? Große, kleine, rote, grüne? Wir hätten sehr gern die allerleckersten Äpfel. Dann probier mal! Sehr lecker! Eine Tüte sehr leckere Äpfel, bitte. Dankeschön! Käse! Yum, yum. Schorsch liebt Käse. Ich habe heute einen sehr würzigen Käse dabei. Sie sollten unbedingt mal daran schnuppern, Papa Wutz. Der Geruch des Käses hat Papa Wutz einfach umgehauen. Wow, also das nenne ich mal einen strengen Käse. Exquisit, nicht wahr? Yum, yum. Schorsch liebt Stinkekäse. Den möchten wir gerne kaufen. Natürlich. Dankeschön. Fisch, ganz frischer Fisch. Können wir bitte etwas Fisch bei Ihnen kaufen? Okay, ich habe hier Forellen, Schellfisch, Makrelen und Tintenfisch. Was darf es denn sein? Die sehen alle gut aus. Dann nehmen Sie doch von jeder Sorte ein. Dann können Sie lecker Ihren Fischeintopf machen. Fischeintopf, köstlich. Da bitte schön. Haben Sie vielen Dank. Fisch, Äpfel, Käse. Jetzt kommt der Stand von Herrn Fuchs. Bananen, Bohrmaschinen, Handtaschen. Ich verkaufe einfach alles. Was möchten Sie? Gar nichts, danke schön. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Äpfel, Käse und Fisch. Warum sind Sie nicht zuerst zu mir gekommen? Das habe ich doch auch alles. Sie verkaufen Äpfel? Und wie? Schauen Sie sich mal diese Äpfel an. Die bestehen ganz aus Holz. Äpfel aus Holz? Pfiffig, oder? Meine Äpfel halten ewig. Was haben Sie denn noch gekauft? Käse. Käse? Ich habe hier alle Käsesorten der Welt. Die riechen aber nicht nach viel. Ja, weil sie aus echtem Plastik sind. Sie sind aus Plastik? Ja, die halten garantiert ihr ganzes Leben lang. Kaufen Sie einen, nehmen Sie vier. Nein, vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie besseren bekommen. Auf Plastikfisch verzichten wir lieber. Das ist kein Plastik. Oder vielleicht doch. Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug. Hören Sie mal, er singt. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ach, bist du so fern. Und er braucht nur 24 Batterien. Boah. Der ist aber schön. Findet ihr nicht auch? Können wir den haben, Papa? Nein. Bitte. Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen. Es tut mir leid, Peppa, aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch. Okay. Vielen Dank, Herr Fuchs. Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft. Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können. Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China, die nie zerbricht? Weil sie nämlich aus Plastik ist. Die Vase ist ganz bezaubernd, aber wir brauchen wirklich nichts mehr. Oh. Es regnet. Ah, jetzt werden wir ja ganz nass. Kein Problem, da habe ich genau das Richtige. Regenschirme. Die nehmen wir. Ja, vier Regenschirme bitte. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Und das Allerbeste ist, heute gilt,
Beim Kauf von 4 Regenschirmen bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt. Oh, supi! Peppa liebt Wochenmärkte. Alle lieben Wochenmärkte. Es war einmal. Peppa und Schorsch schauen sich Märchenbücher an. Guck mal, Schorsch. Die Geschichten hier drin sind richtig spannend. Da sind 3 Feen und 3 Bären, die nicht aufhören können, Brei zu essen. Und ein böser Wolf, der die Großmutter schnappen will. Oh. Keine Sorge, Schorsch. Märchen haben eigentlich immer ein gutes Ende. Ich wünschte, wir wären in einer Märchengeschichte. Peppa, Schorsch, wir müssen jetzt los. Erleben wir jetzt eine Märchengeschichte? Ja, wir fahren zu Oma und Opa Wutz zum Mittagessen. Aber das ist nicht märchenhaft. Doch, es gibt Kartoffeln. Können wir dann unsere Bilderbücher im Auto anschauen? Wir nehmen gar nicht das Auto, Peppa. Wir wollen lieber zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen? Den ganzen weiten Weg zum Haus von Oma und Opa? Ja, wir nehmen die Abkürzung durch den Park. Vielleicht leben dort ja auch Drachen und Feen. Davon weiß ich leider nichts. Es ist einfach ein schöner Spaziergang. Aber da ist gar nichts wie im Märchen. Vielleicht können wir ja etwas entdecken, wenn wir genau hinschauen. Familie Wutz ist im Park angekommen. Es fühlt sich aber gar nicht so an wie im Märchen. Ich weiß nicht genau. Ich fühle da etwas Märchenhaftes. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen 3 Stühle. Und 3 Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den 3 Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den 3 Stühlen. Und den 3 Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Peppa ist beim Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz, wir sind da. Hallo. Oh. Da ist Herr Wolf. Herr Wolf, was machen Sie hier? Ich kam gerade vorbei und wollte etwas essen. Hier gibt es immer so leckere Speisen. Ja, das Mittagessen ist soeben fertig geworden. Kommt herein. Hallo, Peppa. Hallo. Wendy ist auch bei Oma Wutz zum Mittag. Essen ist fertig. Hurra, Kartoffeln. Hoho, von Kartoffeln kann man wirklich niemals genug haben. Wendy, ich habe im Märchenwald ein richtiges Märchen erlebt. Oh, was ist denn ein Märchenwald? Da ist es so, als würde man in einem Märchen drin leben. Peppa liebt Märchen. Alle lieben Märchen. Die Musikstunde. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir mal unsere Vorstellungskraft benutzen, um uns zur Musik zu bewegen. Oh. Woran
daran müsst ihr denken, wenn ihr diese Musik hört. Ich muss dabei an Klavier denken. Okay. Ich denke bei der Musik an Musik. Ja, nutzt eure Fantasie. Was für Bilder fallen euch zu dieser Musik ein? Mir fällt zu der Musik ein blühender Kirschbaum ein. Er wiegt seine Zweige im Wind auf der Spitze eines Berges. Sehr schön, Luisa. Und jetzt stellt euch alle vor, dass ihr dieser prächtig blühende Kirschbaum seid. Ihr steht auf der Bergspitze, eure Äste wiegen sich im Wind. Ihr seid ein Baum. Eure Füße sind Wurzeln im Boden. Fühlt den Wind in euren Zweigen, spürt die Sonne auf euren Blättern. Ihr seid ein Baum. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik ihr an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm, aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Madame. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hört zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Also ich fühle mich müde. Ist der Apparat etwa schon wieder kaputt gegangen? Oh nein, das ist Musik. Sie erinnert mich an einen herrlichen Garten, an einem heißen Sommertag, einen jungen Mann mit einem gebrochenen R. Können wir bitte wieder die Weltraummusik hören? Das war keine Musik, das war der kaputte Apparat. Gefällt euch diese Musik nicht? Nein. Madame Gazelle, können Sie den Apparat noch mal kaputt machen? Nein. Oh. Sieht so aus, als könnten eben nicht alle dieselben Dinge im Leben mögen. Also ich mag gerne Weltraummusik. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Schon gut, schon gut. Woran müsst ihr bei dieser Musik denken? Ich weiß es. Bei dieser Musik denke ich daran, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Hier lang. Los, Alumina. Pitsche, patsche, mitsch, matsch, Matschepfützen. Plitsch, platsch, plutsch, plitsch, platsch. Mit nem Pitsch, patsch hier und nem Pitsch, patsch da. Hier ein Pitsch, da ein Patsch, überall nur Pitsch, patsch. Pitsche, patsche, mitsch, matsch, Matschepfützen. Platsch, 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 platsch. Peppa liebt es, sich zur Musik zu bewegen. Alle lieben es, sich zur Musik zu bewegen. Der Hallenspielplatz. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh, ich habe hier einen Brief für George. Es ist eine Einladung zur Party von Linus Löffel. Klingt gut. Ich fahr George zur Party. Hauptsache, sie ist nicht wieder in diesem Hallenspielplatz. Da steht Hallenspielplatz. Oh. Papa kann den Hallenspielplatz überhaupt nicht leiden. Letztes Mal ist er stecken geblieben und ein Hubschrauber musste ihn retten kommen. Und die Feuerwehr und ein Kran. Ganz so schlimm war es aber nicht, Peppa. Es war nur ein Hubschrauber. Ich finde, Hallenspielplatz klingt gut. Ich werde dich dahin bringen, George.
Alle kommen zur Party von Linus Löffel. Tschüss, ich hole dich dann später wieder ab. Sie können auch gerne drinnen warten, wenn Sie wollen. Im Hallenspielplatz bleiben? Nein, danke. Hallo, Sie können gerne hier warten, wenn Sie möchten. Bis später. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Ich kann verstehen, wenn Sie nicht hierbleiben wollen. Nein, ich bleibe. Wir Erwachsenen können doch wunderbar zusammensitzen, während die Kinder spielen. Oh, okay. Das ist der Hallenspielplatz. Hier ist alles schön bunt. Und die Kinder können auf Kissen hüpfen, an Seilen schwingen, sich durch Rollen quetschen, durch Röhren rutschen und spielen. Ist das nicht toll? Die Kinder haben hier wirklich so viel Spaß. Hoffentlich bekommen wir sie überhaupt wieder mit nach Hause. Die kleinen Kinder spielen den ganzen Nachmittag. Schluss für heute, Kinder. Das war eine lustige Party, findet ihr nicht? Ja! Hattet ihr auch alle Spaß? Ja! Und bestimmt seid ihr jetzt ganz müde. Nein! Oh, meine Güte, die kriegen wir dann niemals raus. Tja, da hilft leider nur eins. Ich muss da jetzt rein. Viel Glück! Ich stecke fest. Hilfe! Keine Angst, ich komme schon. Ich bin fast da. Oh nein, ich stecke auch fest. Hilfe. Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant. Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Wenn ich groß bin. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute werden wir darüber sprechen, was ihr alle gerne werden wollt, wenn ihr einmal groß seid. Oh. Ihr könnt euch dafür auch gern Sachen aus der Verkleidungskiste nehmen. Madame Gazelle, ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Nicht schlimm, Peppa. Du hast noch viel Zeit, um darüber nachzudenken. Okay. Wenn ich groß bin, möchte ich Königin sein. Dann kann ich allen sagen, was sie tun sollen. Verstehe. Ich glaube, ich wäre wohl gerne eine Lehrerin. Was gefällt dir denn am besten daran, eine Lehrerin zu sein, Emily? Den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Okay. Ich möchte gern Polizist werden, wenn ich mal groß bin. Polizisten fahren Autos mit Blaulicht obendrauf. Na, ni, na, ni, na. Dankeschön, Freddy. Na, ni. Was magst du denn noch gern daran, Polizist zu sein? Die sagen den Leuten, was sie tun sollen. Richtig. Ich wäre gerne Ärztin oder Krankenschwester.
Und was magst du genau an diesen Berufen, Luzi? Kranken Leuten zu helfen, dass es ihnen wieder besser geht. Großartig. Und sie sagen den Leuten, was sie tun sollen. Ja, nicht in allen Berufen sagt man den Leuten, was sie tun sollen. Oh! Es gibt ja eine Menge anderer Berufe wie zum Beispiel Bauarbeiter oder Schriftsteller. Wenn ich groß bin, will ich ein Pirat werden. Harr. Bei Piraten ist immer was los. Und sie machen Yo, ho, ho. Ja, ich weiß nur nicht genau, ob Pirat wirklich als ein Beruf zählen kann. Entweder ein Pirat oder ein Bauer. Oh ja, ein Bauer zu sein ist viel besser. Du würdest anbauen, ernten und für uns alle Nahrung herstellen. Und dann sage ich noch allen Tieren, was sie tun sollen. Fein. Ich werde später Superheld Pedro. Als echter Superheld hast du ganz große Aufgaben. Du musst schneller rennen als die Bahn, auf hohe Gebäude hinaufspringen und... Ich wollte eigentlich nicht alle Superheldenaufgaben erledigen. Ich will nur allen Leuten sagen, was sie tun sollen. Ja, natürlich. Die Spielgruppe ist zu Ende. Die Eltern kommen, um die Kinder abzuholen. Hallo, meine kleinen Schweinchen. Erzählt mal, was habt ihr heute in der Spielgruppe gelernt? Madame Gazelle hat gefragt, was wir sein wollen, wenn wir groß sind. Das klingt ja nett. Nicht wirklich, Mama. Alle anderen wissen schon, was sie mal werden wollen. Nur ich habe keine Ahnung. Weißt du denn schon, was du mal werden willst, wenn du groß bist, George? Claudia. George möchte ein Dinosaurier werden, wenn er groß ist. Da hörst du's. Keine Sorge, Pepper. Du hast jede Menge Zeit zu entscheiden, was du mal werden willst. Okay. Was tust du denn so, Mami? Ich arbeite an meinem Computer. Und sagst du auch den Leuten, was sie tun sollen? Nein. Also dann ist die Arbeit nicht gut. Es ist Schlafenszeit für Pepper und George. Was arbeitest denn du, Papa? Ich könnte es dir erzählen, Pepper, aber ich fürchte, es wird ein bisschen zu öde. Das wird's nicht, Papa. Bitte sag mir, bitte. Einverstanden. Ich entwickle Funktionsstrategien zur Herstellung materieller Objekte, einfach gesagt. Magst du deine Arbeit, Papa? Ich mag sie, aber das würde nicht jeder. Jeder ist anders, Pepper. Was kann ich denn nur werden? Denke an etwas, das du gerne tust. Ich liebe es, in Matschepfützen herumzuspringen. Da gibt's wohl nicht allzu viele Berufe. Ich will berühmt werden dafür, wie ich in Matschepfützen springe. Ich wäre gern dafür berühmt, dass ich so einen dicken Bauch habe, Pepper, aber das wird niemals passieren. Aber ich bin sehr gut im Pfützenspringen. Ja. Das glaube ich dir gern. Wenn ich mal groß bin, dann will ich allen Leuten auf der Welt zeigen, wie man in Matschepfützen springt. Das scheint mir eine richtig gute Idee zu sein. Gute Nacht, Pepper. Gute Nacht, George. Gute Nacht. Pepper und George schlafen schnell ein und träumen von Dinosauriern und Matschepfützen.